In diesem Video sehen wir uns diese 3D-Kits vom Action näher an und mal schauen, ob wir dann alle aufbauen oder bloß ein paar. Hallo ihr lieben Kreativen. Wie schon angekündigt, werde ich mir jetzt diese Sachen genauer ansehen bzw. auch aufbauen, damit ihr seht, wie das ausschaut. Denn für 69 Cent ist es wirklich eine schöne Idee. Was hier zum Vermissen gilt bei manchen, wahrscheinlich das Faultier und bei mir die Katze. Oder der Fuchs. Der Fuchs hätte noch gefehlt. Das wäre auch eine schöne Idee. Weil irgendwie in die Sammlung von diesen Tieren passt jetzt der Dino jetzt nicht gerade rein. Man hätte Vögel machen können, Fisch, Dinos, Landtiere. Okay. Wir fangen jetzt einmal an. Mir lacht jetzt dieser Wal so schön an. Jetzt gucken wir mal. Aus was der überhaupt besteht. Also ich dachte jetzt aus Papier oder Karton. Ja, Tatsache. Es ist ein Karton. Hoppala, da fällt da schon was auseinander. Und das ist ab 6 Jahren. Definitiv, das ist ein Karton. Einfach raus drin. Hier sind die Beschriftungen, wobei ich beim anderen jetzt schon wieder zu voreilig war, weil ich das wieder nicht gesehen habe. Drehen wir mal das alles raus. Alles schön beschriftet. So, Anleitung haben wir auch. So, jetzt bin ich ja gespannt, wie das funktioniert, weil ich dachte jetzt, das wird jetzt einfach so zusammengesteckt. Ich glaube, das sollten wir mal drin lassen, das da. So. Da ist es nochmal. Na, ein bisschen aufpassen, dass euch das da nicht irgendwie auseinanderreißt. Das jetzt ist eine kleine Fleißarbeit. Deswegen habe ich auch gesagt, komm, wir machen jetzt ein extra Video, sonst dauert es ja ewig. Das scheint die Lagune zu sein. Oh, was ist denn das? Oh, scheint aneinander geklebt zu werden. Das hatte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das wäre jetzt was zum Zusammenstecken. Dann brauchen wir jetzt doch mal eine Anleitung, weil das so viele Sachen sind. Also Prinzip ist klar, man tut das so aufeinander. Die erste Handlung ist, 1B und 1A zusammenzukleben und dann dieses Stückchen da drauf zu machen. Und dann wird hier erklärt, dass man da auch noch überall einen Kleber dran macht und so in dieser Reihenfolge auf der Seite das aufklebt, auf der anderen Seite so. Und hier sind diese kleinen Flossen und dann entsteht das. Ha. Also, wenn das keine Fummelarbeit ist, dann weiß ich es auch nicht. Und genau das ist jetzt mein Problem, weil ich natürlich das auseinandergerissen habe. Und dann können wir das wieder suchen gehen. Wo ist er denn, der 1a? Da ist der 1a und da ist der 1b. Und der 1a ist da hinten und der 1a ist da. B ist da. So, dann schauen wir mal, ob das funktioniert mit diesem komischen Kleber. Hoppala! Halt schon raus. Also ich glaube jetzt nicht, dass der langt für die ganzen Teile. Und der ist ziemlich flüssig. Hoppala. Das wage ich zu bezweifeln, dass das hält. So, und dann schön drauf halten. Hoppala. Jetzt schön treffen. Jetzt fällt mir gerade ein. Ach, jetzt habe ich das wieder vergessen. Meine Güte. Dass man da oben noch so eine Klammer hätte dazu nehmen können. So, dann laut der Anleitung stecken wir das da dann da rein. So, so eine etwa dann. Ja, ja, ja. Das nervt mich jetzt. Wo habe ich jetzt meine Klammern? Das was Bastler ist natürlich jetzt saublöd, wenn man jetzt das eigentlich kleben will. Haha. So, wie geht es denn dann weiter? So, bei B macht es ja immer diese Bs natürlich hin. 10B, 12B, 5B, 4B, 3B, 2B und so weiter. Und das sollen wir anscheinend hier drauf stecken. Wie waren es denn das gemeint? Haha. Ich würde es jetzt eigentlich anders machen.
nämlich jetzt hier etwas Kleber drauf noch. Was ich jetzt da mehrere gleich auf einmal mache. Und immer aufpassen, dass ihr jetzt da nicht dran rumbanscht. Sonst war es das mit dem schönen Wal. So, da machen wir jetzt aber trotzdem jetzt diese Klammer drauf, dass das schön zusammengequetscht wird hier. Und das ist natürlich jetzt saublöd. Also, guter Tipp an euch. Schaut, dass ihr viele Klammern zu Hause habt. Das ist halt die Frage, wenn man jetzt dann das nächste draufkleben will, ob das dann auch so hält. Also ich glaube, es ist wirklich zu bezweifeln, dass mir dieser Kleber hält, ausreicht für das ganze Zeug da. Schön hinmachen. Na, hoffentlich mache ich es jetzt nicht verkehrt rum. Schau mal. Ja, jetzt kommt die Klammer nicht mehr ran. Und 10b ist praktisch der Abschluss. Deswegen auch dieses zum Raustrennen. Weil das genau da drauf halten soll und den Abschluss bilden. Haben Sie sich schon was dabei gedacht? Und ich denke, je öfter man das macht, desto schneller würde es gehen. Okay, bei mehreren Lagen braucht es ja jetzt nicht mehr zusammenzudrücken so viel. Wir müssen jetzt bloß schauen, dass wir hier den Kleber da wegbekommen, dass das nicht so verklebt ausschaut. Vielleicht hilft es auch zur Stabilität, wenn es da oben ein bisschen mit Kleber voll ist. So, das Gute daran ist, wenn man es jetzt umdreht, dann liegt es eh plan auf. Unten sieht man ein bisschen falsch geklebt. So, und dann gibt es dasselbe Spielchen nochmal von der Seite. Aber jetzt sind wir schon ein bisschen firmer da drin. Und jetzt sehe ich was, ich habe eine Nummer vergessen, ich habe zwei Nummern vergessen, nein, habe ich nicht. Doch, habe ich schon. So, wir machen es jetzt von der Seite, das andere ist jetzt nicht das Deckblatt noch nicht gewesen. Aber ich werde jetzt das alles da drauf kleben. In der Hoffnung, dass es dann alles schön gerade ist, da unten. Und bei diese Deckdinger wieder. Dann machen wir umdrehen, dann dürfte die andere Seite wieder getrocknet sein und dann drehen wir wieder um. Dauert nicht so lange, wie ich mir gedacht habe, dass der Kleber so lang zum Trocknen braucht. Denn wir haben hier noch 11b. Und ich würde ja sagen, weil das hier diese gestrichelten Felder sind hier, dass man das genau immer da drauf kleben soll. Und dann sollen wir das da irgendwie drauf kriegen. Na toll. Wenn es zu doof ist, der kann es auch weglassen, würde ich jetzt sagen. Dann legen wir den ein bisschen auf Zeiten und warten mal. Und der gehört wahrscheinlich da drauf geklebt oder drauf gesessen. Gehen wir mal das Risiko ein, dass ich den jetzt umdrehe einfach. Gehen wir mal das Risiko ein. Und wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Thank you.
Hey, der Wal hat Übergewicht gekriegt. Guckt euch das an. So schaut er dann fertig aus, dieses kleine Wälchen. Da oben sieht man jetzt leider da, wo ich jetzt nicht gewartet habe. Da muss man am Anfang doch etwas mehr Geduld haben und ein bisschen abwarten. Und dann geht es aufschichten ganz leicht mit den Zahlen. Und dann hat man so einen kleinen Wal. Den könnte man jetzt da drauf tun und draufkleben, würde ich mal sagen. Oder man tut ihn auch so irgendwo hin. Also ich wäre eher für die Variante, wir kleben den da drauf. Oder zum Dekorieren dann. Ein bisschen leichtes Übergewicht hat er. So, genau, das war jetzt der erste. Ich habe mich jetzt entschieden, das Video jetzt doch nochmal aufzuteilen, sonst wird es wirklich zu lang. Das ist jetzt der Wal, den ich fertiggestellt habe. Es war ein bisschen schwierig, weil ich eben zu wenig Geduld hatte. So sieht er in dieser Form aus. Ich habe ihn dann doch auf diese Unterlage geklebt. Sonst liegen die ganzen Kleinigkeiten hier umeinander. So als Deko-Objekt hinstellen, super. Zum Spielen ist er weniger geeignet. So sieht er dann aus, wenn er ganz durchgetrocknet ist. Ein paar Stellen hätte ich gehofft, dass die vielleicht noch mehr halten, aber da hat mir einfach die Geduld gefehlt. Das Wichtigste ist der Anfang, den schön zusammenkleben. Je öfter man das macht, hat man natürlich mehr Übung. Was mich ein bisschen stört, dass ich nicht darauf geachtet habe, da auf diese Flächen. Diese gestrichelten Flächen, da hätten eigentlich diese Sachen immer draufgeklebt gehören. Und ich habe ja hier, seht ihr, hat sich das leider verrutscht und das ist festgeklebt. Und wenn man das wieder auseinander macht, macht man den ganzen Karton kaputt. Habe ich schon ausprobiert. Kleine nette Idee als Mitgebsel. Ihr selbst müsst schauen, ob ihr damit klarkommt. Mich hat es jetzt eigentlich gestört, weil ich davon ausgegangen bin, raustrennen, zusammenstecken, fertig. Aber dass man dann alle Teile mit Kleber kleben sollte, das war mir jetzt nicht so bewusst. Und ich habe dafür, glaube ich, 20 Minuten gebraucht. Länger, wenn ich jetzt den schön durchtrocknen hätte lassen bei jedem Schritt, hätte ich natürlich noch länger gebraucht. So sieht er aus, ist mir eigentlich schon gut gelungen. Im nächsten Video zeige ich euch den Aufbau der anderen 5 Tierchen und mit meinem abschließenden Fazit. Was ich noch ganz vergessen habe zu sagen, wenn ihr schauen wollt, wie dieser Aufbau von den Herstellern vonstatten geht, dann scannt einfach den QR-Code und schaut mal rein. Ich freue mich auf euch, bis demnächst, eure Petra.